Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einem Watchface für Wear OS, dem Watchface DM069 Modern Hybrid Moon. Bei mehr als 1000 Downloads gibt es keine Durchschnitts-Sterne-Bewertung, wie immer sage ich ja, bewertet doch mal mehr die Watchfaces. Wie immer getestet auf der Galaxy Watch 5, aktuelle Version zum 1.0.0, 2 MB groß, kompatibel mit laut Beschreibung mit Galaxy Watch 4, 5, 6, Series, Pixel Watch und so weiter. Alles ab Wear OS 3 und höher. Es ist ein einzigartiges, originales Hybrid-Ziffernblatt. Genießen Sie die wahre Kraft dieses minimalistischen Premium-Modells. Das muss ich einfach mal vorlesen. Es enthält alle relevanten Komplikationen und Informationen. Also es wird Analoguhr wird angezeigt, Digitaluhr wird angezeigt, Datum wird angezeigt, auch der Tag im Monat wird angezeigt. Also ne, Monat, Wochentag, Tag im Monat. Gesundheits-, Sport- und Fitnessdaten. Zum Beispiel die Schritte und den Pulsschlag wird angezeigt, anpassbare Verknüpfungen und Mondphasen. Mondphasen wird auch angezeigt, finde ich ganz cool. Sie können aus vielen Farben wählen. Rot, Orange, Gelb, Braun, Grün, Türkis, Blau, Rosa, Magenta und oder Grau. Ja, das Watchface sieht wirklich hübsch aus. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe von demselben Entwickler auch auf der Huawei Watch GT4 ein Watchface. Ich finde die Watchfaces ziemlich nett. Auch eben das 069 Modern Hybrid Moon Watchface. Manchmal ein bisschen teuer. Ich kann gar nicht sagen, was das jetzt kostet. Ich weiß, ich habe es irgendwann mal gratis runtergeladen. Ab und zu gibt es ja die Watchfaces für gratis. Dieses 069 habe ich gratis runtergeladen. Ich würde sagen, also so bis, keine Ahnung, 2,99 oder sowas, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wert, mehr. Also manche Watchfaces von dem Entwickler kosten irgendwie 11 Euro, 12 Euro. Da würde ich sagen, nee, das also bei mir dann auch echt die Schmerzgrenze wäre da wirklich mehr als erreicht. Auf jeden Fall Daumen hoch für das DM069 Modern Hybrid Moon Watchface. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.